Lieben. Wir haben hier mal heute ein kleines Update-Video von dem Pepino. Zum ersten Mal mit der Selina. Nochmal wieder, der war ja letztes Jahr irgendwann, hat er ja einmal Kutsche gezogen. Und heute zum ersten Mal mit Kutsche im Gelände. Ne, Baby. Und bis jetzt machst du das richtig gut. Keine Sorge, das Knotenhalfter, das verzieht sich immer. Weil klar, die Selina steht auf der Seite. Und wenn er dann mal nach links oder rechts guckt, dann verschiebt sich das sehr schnell. Aber das haben wir mit Absicht darauf gemacht, damit wir halt nicht im Gebiss die Einwirkung haben und an ihm rumzuppeln müssen. Und der Kleine hier hört jetzt mal auf, hier immer rumzunörgeln. Ja, du, sag mal hallo. Ja, fein. Ja, fein. Ups. Ja, also ich finde, dem Pepino steht dieses Braun verdammt gut. Nicht fressen. Was wir aber noch machen müssen ist... Ich habe das gemerkt. Was wir noch machen müssen ist für das Hintergeschirr, weil die Schlaufe, das hat absolut keinen Sinn, das Hintergeschirr hier festzumachen. Das hat keine Wirkung dann, dass wir hier oben irgendwas hinmachen, damit diese Schlaufen hier halten und nicht immer runterrutschen. Weil das ist ja Blödsinn. Die sind zu kurz, um sie hier oben mit reinzumachen, aber sie sind halt zu lang für irgendwas anderes. So, ne? Hier oben, das war auch ein bisschen sehr lang, nachdem ich es auf Pepino gekürzt habe, weil Pepino ist ein ganzes Stück kürzer als der Winnie. So, und das habe ich jetzt einfach hier reingesteckt. Ich habe den Namen vergessen. Zugstränge, so. Die habe ich auch etwas länger gemacht. Hier nachgurten, gucken wir nachher mal, aber das sieht bis jetzt ganz gut aus. Ne, Baby, you. Ja, und ansonsten, Mini, komm mal mit, Mini, habe ich hier hinten die Leinen festgemacht. Mit einem einfachen Karabiner, damit die einfach nicht irgendwo hin flattern, während wir fahren. Ja, da ist meine Tasche drin, Mini. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Geh du mal vor. Mal gucken, was Baby sagt. Das machen die zwei richtig gut. Ich sehe gerade, das Hintergeschirr hängt ein bisschen schräg. Das können wir aber gleich auch korrigieren. Das machen wir jetzt mal eben im Vorbeigehen. Hui! Vorsicht, Baby! Fein! Super! Mimi! Du Lümmel! So, jetzt hängt es wieder ein bisschen gerade, aber man sieht, so hat das halt einfach keine Wirkung. Und was ich vergessen habe, hoppala, wie rum denn jetzt so? Da sind so Dekoschlaufen, die gehören eigentlich so, dass die Zugstränge da durchgehen, aber ich vergesse jedes Mal die Zugstränge da durchzuziehen. Ob es jetzt Dekoschlaufen sind oder einfach Halterungen, damit die nicht zu weit runterhängen oder so. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ihr das wisst, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Aber bis jetzt macht das Baby das ganz gut. Wenn wir oben im Wald angekommen sind, wird sich die Selina auch mal auf geraden Stücken draufsetzen, weil Selina ist gegen mich ein Fliegengewicht. Ich habe über 90 Kilo und die Selina ist halt wesentlich schlanker. Ja. Sie ist 30 Kilo weniger als ich. Also von daher wird das nicht so schlimm sein, wenn sie sich mal zwischendurch draufsetzt und einfach mal guckt, was er macht. Jetzt geht's bergauf. Uiuiui. Fein macht das Baby das. Super. Und der Winnie will immer essen. Ja, was wir auch machen, sind ganz viele Pausen, damit der Pino ein bisschen entspannen kann.
Nee, Baby, weil hier geht es ja jetzt auch noch ein ganzes Stück den Berg hoch, sieht man jetzt nicht wegen der Kurve. Hallo Minimann. Ja, und dann wollen wir gleich mal noch ein Stückchen weiter. Not a single grain of sand, I'm drifting on it. So cold, get warm, when you hold me, when you close. I know, I'm a lost case, I'm a mess. But everything, everything feels a little bit lighter with you. Something's let me heal. You're making it brighter right through the gray. So, hier vorne machen wir die nächste Pause für das Baby. Nicht essen, Pie. Pino. Was ist denn da? Ja, soll so sein. Oh, it's the last thing that I need. Wanna feel something that's real. With you I get that. Jetzt habe ich den Pi an der Leine mit dem Winnie und die Selina sitzt. Zack, Kampanis. Ja, fein, Pi. Oh, und schon wird er schneller hier. Du kannst ruhig ein bisschen an den Zügeln, dass der die Parade, weil eigentlich kennt er die schon. So ist er fein. Du Recording. Nein, macht das Baby das. Super. Oh, wie schnell der auf einmal wird. Fein, super. Er möchte unbedingt schneller, merkst du das? Bekloppter. Du darfst gleich ein bisschen traben, wenn wir hier nicht mehr auf dem Unebenen sind. Lenk mir mal ein bisschen von mir weg, damit ich die Deichsel nicht abkriege. Ja, genau. Super, feines Baby. Gut. Winnie, der alte Hase. Ja, ich chill mal. Langsam, Baby. Gleich darfst du. Oh, super. So, pass auf. Super! Easy, Männlein. So ist er drauf. Super, feines Baby. Klasse. Gut gemacht. Fein. Und hoch. Fein gemacht! Super! Fein! So ist er fein! Hier wird nicht rumgenörgelt, ihr zwei. Fein!
Wein, super. Und wie ihr seht, für jedes bisschen, was er gut macht, wird er von beiden gelobt. Der macht das nämlich wirklich super. Nee. So ist er fein. So, eine kleine Pause gemacht, den Strick abgemacht und wir üben jetzt stehen bleiben. Finde ich das aber scheiße. Wir gehen jetzt ein Stück weg. Feines Baby, super! Fein, Baby! Nächster Schritt. Trab nochmal an, vielleicht fällt es ihm leichter. Kappi! Ja, super! Komm! Komm! Tick ihn ruhig an. Super, komm! Weiter, komm! Ja! Supi! Gut gemacht! Das hat er ja richtig klasse gemacht. Hast du jetzt mal auf zu essen da unten? Du bist heute ganz schön verfressen. Feines Baby von. Aber man merkt, dass er Spaß hat eigentlich, ne? Bergab hier auch die Bremse dann wieder nutzen, ne? Warte mal, da bremst was. Hä? Ja, natürlich noch ein bisschen schwanken, aber das ist nicht schlimm. Winnie und ich traben jetzt noch ein Stück vor. Mal gucken, ob der Pi hinterher trabt. Pi, komm! Pi, komm! Fein! Fahr hier durch. So, Sprach, super. Ich glaube, dein Handy hat einen kleinen Abgang gemacht. Ist unten drunter. I never thought you would take over my mind. Cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my patterns a lot. Yeah, I never thought I'd be sitting here wrapped in your arms. So let go of the things you hear. I'm not going anywhere without you. Das war Supi! Ja, Supi hast doch Essen, oder? Oh. Ja, jetzt macht die Selina den wieder hinten fest. Weil es da nämlich ein Stück berghoch geht. Theoretisch könnte sie sich gleich auch noch einfach so draufsetzen, ohne die Leine zu halten. Dass er halt ein bisschen Gewicht drauf hat, weil so viel Berg ist das nicht. Das andere eben, wo wir hoch sind, das war halt einfach viel mehr Berg. Ja, wird es wohl. Oh, Pien, so. Oh. Nom, nom. Mami, Eis, Tutti? Sag mal, darf ich essen? Auf, auf.
Da sieht man es. So viel bergauf ist es nämlich nicht. Wundert euch nicht, dass der Pi sich so einrollt. Die Selina hat die Dinger wirklich nicht straff. Es ist halt... Ja. Die hat die wirklich minimal angenommen, um ihn ein bisschen zu bremsen, damit er da nicht zu schnell bergab geht. Sie sitzt hinten drauf, damit sie die Bremse betätigen kann. Damit der Sulki etwas abgebremst wird. Aber Kino meint halt, klar, da wieder. Sie hat die Zügel hinten locker. So, und er meint sich vorne dann ein Mü oder ein bisschen einrollen zu müssen. Aber das ist ja alles noch Übungssache. So ist er fein, super. Was du juckst? Kino, du kannst dich jetzt aber nicht jucken. Komm, komm, so. Er hat Juck. Jetzt habe ich gerade, Uni, geh vorwärts. So, danke. Jetzt habe ich gerade den Strick abgemacht und Kino erst so, nee, so kann ich nicht weitergehen. Das geht nicht. Feines Baby. Super. Jetzt seht ihr auch noch besser. Die Zügel hängen durch. Er strengt sich halt gerade mega an. Hier ist der Minimann. Nee, nicht daraus futtern. So original. You were never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. Den Platz, Randale und Party. Und Pepino, okay. Fein, super. Fein, Baby. Fein, super.